Jawohl, endlich! Auswärtssieg in München! Aber nur die ersten 10 Minuten. Was machst du da? Ja! Nein! Ja! Erling Haaland! Ja, das Fazit zum deutschen Klassiker oder zum deutschen El Clasico: Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und am Ende steht ein ermüdendes 4:2 für den FC Bayern München auf dem Zettel. Und man muss sagen, die ersten 10 Minuten waren von Dortmunder Seite sehr stark. Wir haben Bayern unter Druck gesetzt, haben Bälle erkämpft, haben gute Konter gefahren, haben durch Erling Haaland zwei Tore erzielt. Das erste Tor war ein Distanzschuss aus 20, 25 Meter, der dann durch Jerome Boateng abgefälscht wurde und dann unhaltbar für Neuer in die lange Ecke einschlug. Und das zweite Tor war durch Dahoud, Schulz, Hazard und am Ende Erling Haaland, ein super... Ja, das war herausgespielt vom Feinsten. Rauskombiniertes Tor und aber dann war aufgehört. Auch vorbei. Ja, dann war vorbei und das verstehe ich nicht. Also Christian hat es jetzt sehr sachlich und gut rübergebracht. Wir haben wirklich einen Sahneauftritt erwischt in der ersten Halbzeit. Wir sind aus der Kabine gekommen. Das kannten wir ja in der Vergangenheit in München ganz anders. Diesmal waren wir es, die ganz schnell das 1-0 gemacht haben. Ja? Da waren die noch gar nicht da, die wussten gar nicht, was passiert. Und wie gesagt, Christian hat es ja auch im Livestream gesagt mit über 1000 Leuten, ihr habt es ja vielleicht auch schon gehört, das war wahrscheinlich zu früh, dass es 2-0 stand nach 10 Minuten. Ja, Bayern hatte auf jeden Fall dann nach 10 Minuten noch über 80 Minuten Zeit, um das Spiel zu drehen. Und auf welche Art und Weise auch. Wenn Bayern München eins kann in dieser Saison, besonders in dieser Saison, ist es einen Rückstand aufzuholen und zu einem Punkt oder zu drei Punkten noch umzuwandeln. Dass es uns erwischt, hätte ich nach 10 Minuten nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Großteil der Pöhlers-Bande auch nicht. Gerne auch mal eure Meinung rein. Was hättet ihr nach 10 Minuten gedacht, wie das Spiel noch ausgeht? Dass es schwer wird, dass wir leiden müssen, hat Terzic ja vor dem Spiel auch gesagt in der PK. Das habe ich Leute, mir auch gedacht, aber... Hört doch dann... Also wir haben jetzt auch nochmal abgewartet, die ganzen Interviews von den Spielern und so weiter. Und wenn man dann jetzt wieder mal hört, es sind andere Spieler, andere Namen, aber du hörst immer die gleichen Aussagen wie, ja, wir können uns das dann auch nicht so richtig erklären, warum wir dann nicht mehr spielen, warum wir dann wieder mutloser werden, warum wir da, warum? Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, ja, wenn du... Die scheiß Kugel vorne nicht reinmachst, dann wirst du vielleicht irgendwann zittrig. Aber du gehst doch 2-0 in Führung. Du spielst doch Kombinationsfußball auswärts in München. Das Ding ist, du führst 2-0 nach 10 Minuten, spiel doch einfach weiter, spiel auf das dritte Tor, stell dich nicht hinten rein und provoziere einfach, dass die Bayern dich irgendwann knacken und das 2-1 erzielen. Dann spiel doch lieber weiter nach vorne, versuch das dritte Tor zu erzielen, hab noch einen weiteren Puffer. Und wenn dann das 2-1 passiert, okay, dann ist es so. Aber dann geht es ja trotzdem weiter. Ja, dann geht es weiter und du musst dich nicht auf einmal umstellen. So und da muss man... Ja, so war es einfach. Du kassierst das 2-1. Und dann kassierst das 2-2. Und das hat sich abgezeichnet einfach. Und leider, da muss man auch wirklich sagen, letztlich ist das nicht unverdient, dass Bayern gewonnen hat. Auf gar keinen Fall, weil Bayern wirklich dominant aufgetreten ist. Weil Bayern uns dann einfach Angriff um Angriff wirklich vor das eigene Tor gerollt hat, ja. Alles in Ordnung. Aber du hast es ja letztlich sogar relativ lange ausgeglichen gehalten, dieses Spiel. Und kassierst einfach wieder mal in den letzten 2, 3, 4 Minuten sogar 2 Gegentore, die das deutlicher aussehen lassen, als es letztlich eigentlich war. Und das ist einfach wieder dieser bittere Beigeschmack, liebe Leute. Und das ist einfach was ich nicht verstehe. Auch die Wechsel von Edin Terzic. Was hast du dir mit Meunier gedacht? Was hast du dir mit Brandt hinterher gedacht? Da gehen wir gleich alles nochmal drauf ein, wenn wir auf, so haben wir gespielt, gucken. Aber auch die Wechsel im Spiel, die Ingame, auch unser Gadou rauszunehmen und so weiter. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Damit haben wir uns selber den Zahn gezogen. Das tut mir einfach leid, aber... Wir springen auf jeden Fall jetzt weiter auf den Man of the Match.
Und der ist relativ eindeutig. Durch zwei Tore ist es Erling Haaland geworden. Ja, natürlich gab es auch andere Spieler, die auch eine gute Leistung gebracht haben. Aber klar. Im Klassiker zwei Tore erzielt und danach eigentlich ja, trotzdem ein bisschen abgeschrieben war, weil er keine Bälle mehr bekommen hat, aber trotzdem vorne noch geackert hat. Der muss Man of the Match werden. Dementsprechend ist es Erling Haaland. Und wir gehen direkt weiter auf unsere Aufstellung, wie wir gespielt haben. Ja, und da gehen wir jetzt auch, wie gesagt, nochmal so ein bisschen auf taktische Dinge ein und vor allen Dingen auf den ein oder anderen Spieler. Richtig, ihr seht in weiß geschrieben unsere Startelf mit Hitz im Tor. Dann haben wir in einem 5-3-3 gespielt. Und ne, 5-2-3. Ja, 5-3-3 wäre einer zu viel. Na, sei ruhig. So haben wir dann auf jeden Fall gespielt in einem 5-2-3-System. Und zwar mit Hitz im Tor, Schulz, linker Verteidiger, Zagadou, Hummels, Can und Meunier in der Fünferkette. Dahoud und Delaney haben die beiden Sechser gebildet. Hazard, Haaland und Reus haben als Trio vorne agiert. Und ja, das sah, wie gesagt, die ersten 10 Minuten ganz gut aus. Ja, definitiv. Aber dann haben wir eben abgebaut. Und ja, die Wechsel seht ihr in Rot. Ja, für den Herrn Zagadou kam dann eben der Herr Morey rein. Warum man dann wirklich in der Innenverteidigung, in der Verteidigung umbauen muss, ja, auch so kurz vor Schluss, das bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht Zagadou wieder mit muskulären Problemen. Wie man weiß es nicht, aber das ist immer natürlich... Aber das ist natürlich auch was, was uns zu den Zahn dann zieht. Ja, weil in der Innenverteidigung umzubauen ist nie gut. Nee. Ja, dann kam eben der Bellingham rein. Der war auch nochmal bemüht, da die Ordnung im Zentrum ja, aufrechtzuerhalten. Ja. Renier kann man nicht bewerten. Tigges hat sich auch auf jeden Fall aufgeopfert. Ja, aber hat halt auch keine Bälle mehr bekommen, nee, weil wir ja kaum noch für also Entlastung nach gesorgt vorne haben. War, ja, wie gesagt, nach 10 Minuten quasi vorbei. Ja, und wo auch vorbei war und wer ausgebrannt war, bevor er schon eingewechselt wurde anscheinend, war Julian Brandt. Ja. Der kam auf den Platz für Hazard, wo man sagen musste, okay, Hazard-Wechsel verstehe ich komplett, wird nach 60, 65, 70 Minuten ausgewechselt, nachdem ja, er wirklich lange verletzt war und sich wirklich den Arschwund gelaufen hat, weil er kann wirklich Gas gegeben hat, vorne wie hinten. Und dann einen Julian Brandt auf dem Platz zu haben, der... Ja, das Trikot spazieren trägt. Ja, seien wir mal so deutlich. 20, 30 Minuten auf dem Platz steht. Gerne mal eure Meinung rein. Wir hatten ja schon mal das Thema, die Pöhler sind vielleicht, haben sich ein bisschen eingeschossen auf dem Julian Brandt. Ich muss aber sagen, von einem Spieler, der eingewechselt wird, der von sich selbst den Anspruch hat, Stammspieler zu sein, Nationalspieler zu sein, erwarte ich absolut viel, viel mehr als das, was Julian Brandt erneut, man muss sagen erneut, auf den Platz gebracht hat. Das war für mich eine klare Arbeitsverweigerung. Und so hast du die letzten 20 Minuten in Unterzahl gespielt, weil ein Julian Brandt nicht nach hinten gelaufen ist und nach vorne, da muss man sagen, haben die anderen auch nicht mehr getan, aber auch nicht nach vorne irgendwelche Akzente gebracht hat. Nee, das ist richtig. Also das Problem ist, Mund abwischen, denn es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir schauen auf den kommenden Gegner. Ja, und es geht wieder zur Champions League. Jo. Zum Rückspiel gegen den FC Sevilla. Ja, und deswegen sage ich ja auch, Mund abputzen, weitermachen, weil so bitter das jetzt auch ist, so unnötig das jetzt ist, vor allen Dingen, es ist ja nicht irgendwie so, dass man jetzt denkt, man muss jetzt den großen FC Bayern an die Wand spielen oder wir sind der zweite Leuchtturm. Das ist mir gerade momentan in der Situation, in der Saison alles völlig egal. Wir müssen in die Champions League kommen und unsere direkten Konkurrenten haben dieses Wochenende gepatzt. Dieser eine Punkt oder gar drei Punkte hätten einfach so gut getan, so fallen wir jetzt leider wieder zurück. Aber, wie gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Vorschau Sevilla wird kommen. Das Spiel streamen wir natürlich auch wieder live. Also gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Fazit mehr, keine Vorschau mehr und natürlich auch keinen Livestream mehr. Ja, und jetzt steht eben der FC Sevilla an. Wir haben eine sehr gute Ausgangslage, aber gefährlich wird es trotzdem. Auf jeden Fall. Diskutiert mit uns gerne hier. Ist unser Instagram verlinkt, ja. die_poelas oder auch in der Videobeschreibung. Einfach mal abchecken, draufgehen, uns folgen, uns anschreiben und ja, dann abchecken, was da so ist.
Genau. Und wer Bock hat, mit uns zu diskutieren und Tacheles zu sprechen, kann dies gerne tun. Yes. In dem Sinne wünschen wir euch noch ein gutes Restwochenende, trotz ja. der bitteren Niederlage in München. Und voller Fokus auf die Champions League, denn da geht es, wie gesagt, in einem K.O.-Spiel um das direkte Weiterkommen in die nächste Runde. Ja, und das hoffen wir, mit euch gemeinsam zu tun. Genau. In dem Sinne, macht es gut. Bis zur Vorschau. Eure Pöhlers. Ciao, ciao. Ciao.